Es ist Favoritenzeit. Und wir müssen nochmal erwähnen, dass es die letzten sind. Wir müssen das erwähnen. Leute, also das sind die letzten, also ihr müsst es genießen. Diesen Monat haben wir irgendwie nicht aus jeder Kategorie gleich viele Produkte. Lena hat super viele Kosmetikprodukte, ich habe mehr Fashion, ich habe eigentlich keine Lifestyle-Produkte, weil ich momentan keinen Lifestyle habe. Deshalb dachten wir, und wir brechen diesen Monat mit der Reihenfolge und hauen euch einfach einen Favoriten nach dem anderen ganz wirr Einfach um die nacheinander Ohren. raus. Ja, willst du trotzdem mit Kosmetik anfangen oder soll ich mit Kosmetik anfangen? Ja, fang mal an. Soll ich mal mit Kosmetik anfangen? Ja, warum nicht? Ich Mal habe ganz was Neues. ein absolutes Highlight. Also, ich war lange nicht so begeistert und so überzeugt von einem Produkt. Ich war vor kurzem beim Friseur bei Tom in der Head Lounge und habe Tom von meiner Rotstich-Geschichte erzählt. Also ich habe seit ungefähr, wie lange wird es jetzt her sein? Zwischen 2 Jahren ist es, glaube ich, inzwischen her. Einen Rotstich in den Haaren, der nicht mehr rausgeht. Und habe schon alles Mögliche versucht, um den loszuwerden. Also ich habe die Haare blondiert bekommen und braun drüber gefärbt. Ich habe dunklere Tönung, Silbershampoo. Jetzt in der letzten Zeit habe ich bei Friseurbesuchen immer so kühle Pigmente in die Haare bekommen, ohne aber was an der eigentlichen Farbe zu ändern. Und nichts hat wirklich langfristig geholfen. Tom hat mir dann halt kühle Pigmente ins Haar gemacht und mir das hier empfohlen. Das ist von Maria Nila, so eine Color Refresh Haarkur. Ich habe die Farbrichtung Black. Lena benutzt es auch tatsächlich. Du nimmst Lila, oder? Ja, Purple oder Silver, Purple. weiß Gibt aber nicht. tatsächlich auch Weiß, Grün, Rot. Also es gibt alle möglichen Farben bei Douglas. Und es ist einfach quasi eine nicht permanente Haarkur. Das ist eigentlich ein Conditioner mit Farbpigmenten drin. Genau. Und ich habe das jetzt heute das dritte Mal benutzt. Ich glaube, heute kann man auch wirklich das erste Mal eine richtig krasse Veränderung feststellen. Also meine Haare sind schon sehr viel dunkler, aber vor allen Dingen sind sie super kühl. Also überhaupt kein Rotstich mehr zu sehen. Sie sind fast eher so ein bisschen grünlich. Ich wasche meine Haare ganz normal, benutze dann eine Haarkur und dann gehe ich aus der Dusche raus, mache meine Haare so ein bisschen Handtuch trocken, dann gebe ich die ins Haar. Beim ersten Mal habe ich sie 3 Minuten einwirken lassen. Da hat man nur eine ganz leichte Veränderung gesehen. Dann jetzt das zweite Mal 7 Minuten. Jetzt beim dritten Mal habe ich sie wirklich 10 Minuten drin gelassen und meine Haare sind viel, viel dunkler. Also ihr müsst damit auf jeden Fall vorsichtig sein, weil das Zeug ist wirklich krass. Also es verändert wirklich die Farbe, zumindest die schwarze Version. Aber es ist halt auch einfach super kühl. Mir haben auch viele Leute, nachdem ich das gepostet habe, geschrieben, dass das ihre Haarfarbe komplett ruiniert hat. Genau, man muss damit Also, wirklich vorsichtig genau. sein. Und was ich auch am Anfang gemacht habe, ist, es nur auf eine Strähne aufzutragen. Vielleicht redet ihr auch nochmal mit einem Friseur vorher drüber, welche Farbe er richtig für euch einschätzt, weil ich hätte mir selbst nie schwarz gekauft. Ich würde es jetzt mal unter Vorbehalt empfehlen, weil wie gesagt, passt damit auf, dass ihr euch nicht eure Haarfarbe ruiniert. Aber für mich hat es Wunder gewirkt. Also vielen Dank, Tom, wenn du zuguckst. You saved my hair. Womit fange ich denn an? Ich glaube, ich fange mal damit an, denn das benutze ich jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, ich habe es noch nie irgendwo erwähnt. Das ist von Smashbox der Photo Finish Primerizer. Das ist ein Primer mit einem Moisturizer in einem. Und normalerweise sprechen mich Primer ehrlich gesagt nicht mehr so mega an, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz viele nicht gut vertrage. Aber hier stand drauf, der ist mit Hyaluronsäure und mit Niacinamid. Und ich hatte auch mal so ein Serum oder so mit Niacinamid. Das habe ich ziemlich gut damals vertragen und hatte das Gefühl, dass meine Haut davon, also dass das meine Haut gut tut. Und da habe ich ihn ausprobiert und ich finde das richtig geil, das Zeug, weil das halt wirklich wie eine Tagespflege ist. Also man merkt halt wirklich, dass es unglaublich viel Feuchtigkeit spendet. Aber trotzdem hat es halt so einen leicht glättenden Effekt wie ein Primer. Also ich benutze es nicht jeden Tag, aber ab und zu. Und immer wenn ich es benutze, finde ich es richtig gut. Dann ein Produkt, das Lena mir empfohlen hat, von Tete Sepp, der Nacken- und Schulterbalsam. Lena hat das Produkt vor einer ganzen Weile schon mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Und jetzt haben wir uns vor kurzem da wieder drüber unterhalten und dann habe ich es mir direkt nachgekauft, weil ich in letzter Zeit extreme Verspannungen im Nacken hatte und im Schulterbereich. Du benutzt es tatsächlich auch am Fuß zum Beispiel, oder? Ja, überall, wo ich Verspannungen Ja. habe. Also Und nicht im Gesicht oder so. Also das nee. kann man sich jetzt nicht ins Gesicht Nee. schmieren. Und Überall am Körper. ja. Also aber auch jetzt nicht auf Körperöffnung. Ja. Also ich glaube, Nicht es ist. in den Teambereichen und so, Nee, und oder? aber vielleicht auch nicht unter die Achseln oder Nee. so. Wobei, wenn du jetzt so richtig Schmerzen, also nicht so direkt unter den Achseln, aber Nee. hier. Okay, whatever. Wenn ihr wirklich starke Verspannungen habt oder Schmerzen, dann sucht auf jeden Fall lieber einen Arzt Warte. auf. Ja, so viel dazu. Ja. Sucht auf jeden Fall lieber einen Arzt auf. So für temporäre Verspannungen oder wenn man einfach irgendwie, ja, sich ein bisschen verlegen hat oder so, ist es der Hammer. Also es wird so ganz krass heiß. Und lockert einfach alles so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Besonders angenehm ist es, wenn man sich's einmassieren lässt. Dann braucht man halt jemanden, der seinen einmassiert. Schade, dass halt nicht noch jemand dabei ist, der es gleich mit einmassiert, wenn man es Ja, genau. braucht. Warum kommt es eigentlich nicht mit einem zusätzlichen Masseur? Es fühlt sich ein bisschen an, als
wäre man durchmassiert worden, ja, weil es halt einfach so lockert und irgendwie so, es ist super angenehm. Auch damit, ich empfehle nur so Produkte, womit man vorsichtig sein muss. Also es wird schon ziemlich warm, also man hat so ein bisschen das Gefühl, das brennt. Also auch da probiert es lieber vorsichtig an einer unempfindlichen Stelle erstmal aus und dann guckt, ob ihr es vertragt. Das muss ich generell aber auch nochmal hinzufügen, weil das unter dem letzten Favoritenvideo auch bei manchen Produkten einige Leute geschrieben haben. Nur weil wir was empfehlen, heißt das nicht, dass das für alle geeignet ist. Ihr müsst es immer selber ausprobieren. Also nur weil wir was gut vertragen, heißt das nicht, dass alle das vertragen und dass alle damit super klarkommen, um Gottes Willen. Jede Empfehlung ist immer mit Vorsicht zu genießen. Also immer, bei allem. Noch ein weiteres Pflegeprodukt und darüber habe ich, glaube ich, schon mal in einem Vlog geredet, aber die habe ich, glaube ich, auch noch nie in einem Favoritenvideo gezeigt, obwohl ich die richtig, richtig, richtig gut finde. Das ist Richtig gut. Also richtig, nicht nur richtig, sondern richtig gut. Meine Augencreme momentan. Three Part Harmony heißt die. Das sind halt zwei Augencremes in einem. Die ist unglaublich teuer. Aber wie gesagt, es sind ja eigentlich zwei Augencremes in einem. Und ich würde sagen, man kommt auch sehr lange damit hin, denn ich benutze die schon relativ regelmäßig. Am liebsten mag ich tatsächlich die für nachts, weil die so ganz reichhaltig ist und so ein bisschen sich so fettiger anfühlt und ich habe ja eigentlich eine relativ trockene Augenpartie, die ist richtig geil, aber auch die für tagsüber finde ich richtig gut, weil die ist halt viel leichter und so ganz gelig und das ist natürlich unter Make-up und so wesentlich angenehmer. Ich finde die richtig, richtig geil. Am Anfang groß angekündigt, dass wir das Ganze gut durchmischen und abwechseln und bisher nur Kosmetik gezeigt. Ich sage jetzt mal ein Fashion-Item, okay? Ja. In unserem Boohoo-Haul haben wir euch dieses T-Shirt hier gezeigt. Das hatte ich eigentlich für Lena bestellt, aber dann auch nochmal zusätzlich für mich, weil ich das so cool finde. Einfach so ein weißes Print-Shirt, auf dem Stador steht. Irgendwie hat das einfach was. Ich finde, es ist auch mal ein bisschen Abwechslung zu weißen Print-Shirts mit schwarzen Print-Shirts. Ich mag es auch richtig, richtig gerne. Vor allen Dingen in Kombination mit roten Lippen. Es ist so schön, finde ich. Und vor allen Dingen in Kombination mit diesem Muster finde ich es halt voll cool. So habe ich Lena ja auch bestellt. Das ist so eine Mischung aus Blazer und Jacke. Habe ich bei Kleiderkreisel gefunden. Ist ursprünglich von Zara, aber die hat einen ganz ähnlichen von Boohoo. Und das ist, finde ich, einfach voll die coole Kombi. Trage ich super gerne. Dann zeige ich mal was auch ein bisschen mit Kosmetik zu tun hat, aber auch ein bisschen nicht. Und zwar musste ich mir diesen Monat eine neue iPad-Hülle bestellen, weil meine alte kaputt gegangen ist. Dann habe ich mir eine neue bestellt auf Etsy. Die alte hatte ich auch von Etsy. Also falls ihr generell nach schönen iPad-Hüllen, Handy-Hüllen, Laptop-Hüllen, alles in die Richtung sucht, schaut auf jeden Fall auf Etsy oder auf der Wanda vorbei. Bei dem Verkäufer waren generell ganz, ganz viele super schöne Muster. Also ich suche den Verkäufer mal raus und verlinke den auf jeden Fall. Ewig im Hin und Her habe ich mich dann für das entschieden, weil ich dachte, das passt zu uns und so. Immer wenn ich es irgendwo liegen sehe, jetzt in meiner Wohnung, denke ich so, oh, wie schön. Okay, ein letztes Kosmetikprodukt habe ich noch. Ich habe in einem der letzten Vlogs nach Shampoo-Tipps für feste Shampoos gefragt. Und der absolute Dauerbrenner ist Honey, I Washed My Hair. Das haben ganz viele von euch empfohlen. Ich habe alle Kommentare gelesen, aber dann bin ich auch nochmal zu Lush und habe mich quasi für meinen Haartyp beraten lassen. Die sind echt super, die Lush-Shampoos. Die sind super ergiebig, man braucht wirklich nur ganz wenig und die schäumen dann richtig, richtig krass. Ich habe halt 3 Shampoos mitgenommen, 3 feste Shampoos. Dann meinte der Lush-Verkäufer so zu mir, du hast jetzt Shampoo für 3 Jahre. Mein Freund hat es auch schon ausprobiert, er findet es auch ganz gut. Also das wird das erste Shampoo für die Reise sein. Ich habe noch 2 alte Favoriten, die mache ich mal in einem, weil es beides sozusagen Sachen sind, die ich schon mal gezeigt habe, aber die ich jetzt wieder entdeckt habe. Ich war nämlich ja in Dublin diesen Monat. War auch übrigens ein Favorit. Super schön. Und da war ich bei Boots und ich dachte vorher so, mich interessiert eh nichts mehr bei Boots. Ich habe so viel Kosmetik. Aber dann habe ich halt so erstens das Solar Powder wieder entdeckt und ich war ewig auf der Suche. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es das vielleicht gar nicht mehr im Sortiment gibt, weil ich das online nirgends gefunden habe. Es war immer überall ausverkauft. Und leider gibt es auch nicht mehr die Version in der Papp-Packung. Ich mochte nämlich eigentlich diese Papp-Verpackung super gerne. Ich liebe diesen Bronzer, der ist so, 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 so schön. Kommt für mich fast an Nars Laguna dran und das tun ja nur sehr wenige Produkte. Und dann die zweite uralte Sache, über die wir auch schon 100.000 Mal geredet haben. Von Bourjois, die Rouge Edition Velvet Lip Creams oder wie auch immer die heißen. Davon gibt es ganz viele neue Farben und die sind online auch super schwierig zu bekommen. Dann stand ich davor und ich habe locker mich da 10 oder 20 Minuten durch alle Farben durchgeswatcht und mich dann für 3 entschieden. 3 Lippenprodukte. Kann ich mal swatchen? Ja, ich hoffe, das ist überhaupt der richtige. Nude York. Schön. Fand ich schön, weil das halt nicht so ein rosanes Nude ist und vorher gab es halt nur sehr rosane oder sehr bräunliche Nudes. Dann einen richtig dunklen Ton, der aber dann aufgetragen nicht ganz so dunkel ist, Dark Cherry. Den finde ich auch so schön und ich bin ja eigentlich sonst nicht so der Fan von so dunklen Farben, aber wenn man den nur so ganz leicht aufträgt, finde ich der so schön. Und dann Poppy Days. Den trage ich gerade. Ach krass, den hast du schon. Ja, weil ich hatte den. Nee, halt. Nee, das ist deiner. So. Ah, okay. Also den habe ich gerade aufgetragen. Ja, achso, dann musst du den nicht nochmal swatchen. Obwohl, dann können wir deine Hand gleich nachher abfilmen. Das ist so ein ganz knalliges Rot-Orange, auch wunderschön. Und ich liebe die Textur von diesen Dingern. So ich geil. Mag, dass sie nach nicht
nichts krassem riechen, zumindest nach einer Weile nicht. Die sind einfach der Hammer, diese Teile. Finde ich auch viel besser als viele andere Matte-Lippenprodukte. Die sind so samtig und tragen sich auch so samtig ab. Ach, die sind einfach geil. Ich habe einen neuen Ring, den du auch hast und auch super aufträgst. Ja. Wir haben ja schon öfter über unsere Liebe zu And Other Stories Schmuck gesprochen. Die machen einfach so, so schönen Schmuck, der irgendwo zwischen Modeschmuck und Echtschmuck ist. Ich habe inzwischen eigentlich nur noch Ringe von den Other Stories. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da inzwischen fast die ganze Ringauswahl habe. Ich trage die aber halt auch fast jeden Tag. Mhm. Und den hier haben wir beide neu. So einen goldenen, in sich geschwungenen mit einem grünen Stein. Wunderschöner Ring. Ich liebe den. Den trage ich mit am liebsten momentan. Aber alle Ringe von End Other Stories sind wirklich super schön. Okay, ich habe noch mein letztes Kosmetikprodukt. Das habe ich relativ neu oder ganz, ganz neu entdeckt. Ich bin so begeistert davon. Ich benutze es seitdem jeden Tag. Das ist von Clinique, das Moisture Surge Face Spray. Es gibt ja tausende von diesen Gesichtssprays mittlerweile von so vielen Hautpflegemarken. Und wir hatten auch schon super viele. Nur bei fast allen hatte ich den Eindruck, dass ich die nicht so gut vertrage. Leider, meine Haut ist ja sehr empfindlich. Und ich habe festgestellt, vor allen Dingen ist meine Haut empfindlich bei, also wie nennt man das, bei Duftstoffen. Und das ist halt ohne, also es riecht nach nichts. Das ist halt einfach quasi, es fühlt sich an wie Wasser. Ich habe das Gefühl, dass ich das deswegen sehr gut vertrage und es spendet halt super viel Feuchtigkeit und es ist auch zum Beispiel sehr praktisch, um den Beauty Blender anzufeuchten und so. Man kann das vor Make-up oder nach Make-up auftragen. Ich finde es richtig cool. Ich habe für eine neue Kooperation mit Naked neue Sachen zugeschickt bekommen aus dem Online-Shop und was ich vor allen Dingen wunderschön finde, ich habe es heute Morgen von der Wäscheleine genommen, deswegen entschuldigt, dass es ein bisschen verknittert ist. Ich trage es aber auch in schwarz. Ist dieses Frill-T-Shirt, heißt es, glaube ich. Ich habe das einmal in gelb, in hellblau und ich dachte irgendwie, das hätte ich auch mitgenommen, aber anscheinend nicht. Und in schwarz ist halt ein normales, schlichtes, einfarbiges T-Shirt, aber hat halt diese besonderen, wie nennt man die, Puffärmelchen. Wenn ich halt was mitnehme, was mir möglichst ein halbes Jahr gefallen muss oder auf jeden Fall eine lange Zeit, woran man sich nicht so richtig satt sieht, dann noch einfarbige T-Shirts. Aber einfache T-Shirts sind auch langweilig, aber die nicht, die sind cool. Ja. You know. Ich habe noch ein Accessoire und zwar diese Ohrringe hier. Leo ist ja schon ein bisschen länger auf dem Kreolentrip. Und dann war ich in Lissabon bei Brandy Melville und die hatten unglaublich viele wunderschöne Kreolen. Also ich glaube, ich habe 3 Paar mitgenommen und ich hätte noch mehr kaufen können, weil die alle so ganz, ganz, ganz filigran waren. Und ich bin auch da von der Qualität echt mega überrascht. Ich meine, wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal Ohrringe gekauft habe und dann halt auch gleich 3 Paar auf einmal. Ich habe jetzt auch schon 2 Paar neue und denke mir so, jahrelang, nada. Ja, genau, also es war so richtig so ein Aha-Moment. Ich habe noch einen Lifestyle-Favoriten, den ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann irgendwo gezeigt habe. Ich glaube, als ich es geschenkt bekommen habe. Ich habe es nämlich von Hannah bekommen. Das ist das Deliciously Ella Kochbuch. Aber ich habe da jetzt in der letzten Zeit echt viele, also was heißt echt viele, ein paar Rezepte draus gemacht. Zum Beispiel die ultimativen Süßkartoffelküchlein. Die waren der Hammer. Aber auch noch so ein paar andere Rezepte. Und da sind einfach so viele richtig coole Sachen drin. Und ich liebe die Deliciously Ella App. Und ich glaube, die habe ich auch schon mal gezeigt. Und das Praktische daran ist halt, es gibt halt immer wieder neue Rezepte. Ja. Also wie ein Kochbuch, das sich ab und zu updatet. Ja. Noch eine letzte Serie, oder eigentlich ist es mehr eine Show. Ich habe jetzt nämlich auf Netflix die ganzen Dokus für mich entdeckt, nachdem ich alle Serien, die mich interessiert haben, durchgeguckt habe und es einfach nichts Neues mehr gab. Vor allen Dingen die Tierdokus und die Planet-Erde-Dokus und so, der Hammer. Aber was ich auch richtig geil finde, ist so eine Show, die heißt Zumbo's Just Dessert. Ist eine Show, bei der eigentlich Hobby-Köche, Bäcker Desserts machen, die immer vorgegeben sind. Und beziehungsweise, nee, zur Hälfte müssen sie sich die selber ausdenken und dann gibt es noch eine Runde, wo sie eins nachmachen müssen, was von diesem übelsten Sterne-Dessert-Macher immer vorgemacht wurde. Es ist so crazy. Also es ist wirklich einfach, das sind so Sachen, wo man so davor sitzt und sich denkt, wie kommt man auf sowas und wie kriegt man es dann auch noch hin, in 3 Stunden sowas zu machen, was sieht aus wie so ein Kunstwerk. Das ist einfach nur der Hammer. Wenn man sich so ein bisschen für Kochen und Backen interessiert, unglaublich gut. Das war's für die letzten Monatsfavoriten. Ich kann nicht mehr. Wenn ihr die gemeinsamen Favoriten vermisst in der nächsten Zeit, guckt euch einfach die alten nochmal an. Wir verlinken die Playlist in der Infobox. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Alle Produkte sind in der Infobox verlinkt, Favoritenplaylist in der Infobox verlinkt und wir sehen uns im nächsten Video. Es war überhaupt nicht überstürzt, weil wir Hunger haben. Gar nicht. Tschüss! Den Frank muss man auf jeden Fall rausschneiden. War nicht drauf. Diese Kamera. Ausgedrückt. Oh, ich vermisse sie so sehr. Der muss ja eh noch ganz weit vor. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist completely wrong parked. Wrongly parked. Wrongly parked? Die sind von der Scheibe noch was anderes. Ich hab Kali noch nie genannt. Was? Kaled? Ja. Ja. Okay, cool. Und nee, Khalid, glaube ich. Khalid?
ich will es aber nicht schon wieder sagen, die letzten Monatsfavoriten sind zwar, das haben wir in den letzten drei Favoriten. Na, aber jetzt sind es halt wirklich die letzten. Ja, okay, aber. Also du hast ja auch Haare, die ganz abstehen. Wer weiß das schon? Kommt dir was anderes vor? Man weiß das alles nicht. Man weiß, man hat nichts dahin. Man muss immer alles mit ganz viel... Okay. Aber wir können jetzt nicht immer mit dieser Einstellung Videos drehen. Und wir gucken jetzt immer so. Haben wir überhaupt schon geklatscht? Ja, schon ungefähr 80 Mal. Echt? Ja. Sicher? Ja. Wir singen einen Song. Durcheinanderer als sonst und durcheinanderer. Ja. Weil... Warum denn? Na, jetzt sag du schon. Nee, du kannst es sagen. Nee, warte. Also, wir zeigen euch jetzt einfach... Das kann ich nicht nochmal machen. Das wird so schön gefurzt. Sollen wir jeden Favoriten so introducen? Nee, auf gar keinen Fall. Also, dann habe ich hier noch das. Das ist eine gute Idee für unsere neuen Nahaufnahmen, oder? So ein Zulauf. Du guckst unsere Videos also besonders aufmerksam. Ja. Ich bin halt dabei, wenn du über die Sachen redest. Mein Magen knallt voll. Mein Magen knallt. Und dann fällt mir auch mal auf, da liegen super viele Erdnüsse unter deinem Couch. Das ist alles normal. Ist das gewollt? Gehören die zur Einrichtung? Also, wir... Ja. Hört sich so an, als würde es nie aufhören. Ist das wirklich ein Hammer? Vielleicht sind es Leute, die Sex haben. Warum können die nicht mal kurz Pause machen, während andere Leute Sex haben und das würdigen? Gib alles, Johnny! So staccato. Ich weiß es nicht. Das fängt schon wieder an. Ach, Johnny, du hast gesagt, bis man es wieder in der Dose verspielt. Einfach gut. Was soll ich sagen? Ja, aua. Okay. Vor allem sag ich aua, weil deine Haare in meiner Bluse sind. Ja. Das ist die 3-Card. Das ist auch. Ja. Das ist ein Schläger. Das ist halt der einzige Kritikpunkt, weil das ist halt keine Augencreme, die man unterwegs mitnehmen kann. Das ist eine Maske oder so. Eine Haarmaske. Ja, das machst du gut, Inside Emoji. Wir wissen doch alle, dass du mich liebst.